Willkommen Zockerfreunde zu V-Rising. V-Rising soll ein MMO Hack and Slay Survival Spiel sein. Ich bin mal gespannt. Jetzt weiß ich nicht mehr, was ich gucken wollte. Aber egal. Ja, wir starten einfach mal ein Spiel. Ich bin gespannt. Ja, wir starten einfach mal ein privates Spiel. Ja, los geht's. Es ist auf jeden Fall ein Early Access. Also noch in Entwicklung. Aber es soll auf jeden Fall schon sehr gut angekommen sein, laut den Steam-Bewertungen. Ich bin wirklich gespannt. Na, jetzt weiß ich wieder, was ich schauen wollte. Ja, ist ja, denke ich, scheißegal. Nehmen wir sie. So. Okay, also wenn ich Escape drücke, gibt es hier keine Pause. Kein Menü. So. So versuche ich morgen früh auch mal aufzustehen. So, noch. Ah nein, hier haben wir. Was ist B? Okay. Ah doch, Escape. Also bei mir funktioniert die Escape-Taste irgendwie nicht. Blutheilung, umschalten. Ah, na wenigstens kann man draufdrücken. Oh, feststecken, beheben. Das ist schon mal eine sehr gute Funktion. Optionen. So, genau, ich wollte schauen, ob wir HDR... Okay, so, wir steuern mit WASD, umschalten. Steuerung ist mir noch etwas zu lahm. Ja, man muss auch bei Steuerung schauen. Okay, man kann. Okay, man kann anscheinend die Mausgeschwindigkeit nicht einstellen. Okay, so. Linke Maustaste schlagen wir. Das sieht schon sehr schön aus. Was ist das? O. O ist. Keine Ahnung. Tagebuch, sowas. P. Gewarteter Chat, Friendly Fire deaktiviert. Gemeinsam bauen. Also Clan. M ist die Map. Haben wir nicht. Tab. Ausrüstung. B. Keine Ahnung. Alt. Ah. Emotes. Okay. Oh, Leertaste können wir ausweichen.
Okay, die Steuerung ist etwas gewöhnungsbedürftig mit WASD. Gehen wir mal raus. So. Ja, sieht ja schon mal schick aus. Oh, der erste Feind. Leckt ein bisschen. Knochen aufheben. Oh, was ist jetzt passiert? Gesundheit und Genesung. Du kannst nur bis zu 25% deiner Gesundheit im Kampf und durch den Einsatz von Fähigkeiten heilen. Verwende Verbrauchsgegenstände oder Blutheilung außerhalb des Kampfes, um dich vollständig zu erholen. Okay. Im Kampf wiederherstellbar. Erfordert Verbrauchsgegenstände. Okay. Container. Sort. Herstellung. Nichts. Ausrüstung. Nichts. Okay. Oh. Ist jetzt Nacht? Okay. Plus 6 Pflanzenparser, okay. Wow. Herstellungsrezept freigeschaltet. Knochenschwert. Hab Herstellung. Knochenschwert. Rüstungsstufe. Physische Kraft. Plus 25% physischer Schaden an Vegetation. Okay. Ah. Okay. Okay, angreifen können wir nicht. Ausrüstung. Oh, muss ich das hier reinziehen? Handschuhe, Umhang, Kopf. Ah, rechter Mausklick ausrüsten. Okay. So, das sind doch noch Knochen. Stelle ein Schwert her. Töte Feinde mit dem Knochenschwert. 3. Man kann auch ranzoomen, okay. Mit dem Steuerrad. Okay, okay. Was ist das hier? Ist das die Zeit? Oh, wo kommst du denn her? Also die Steuerung ist doch schon etwas gewöhnungsbedürftig für mich auf jeden Fall. Mit WASD und mit der Maus zu steuern. So, wir haben unser Ziel erreicht. Beanspruchen. Herstellungsrezept freigeschaltet. Knochenring. Stelle einen Knochenring her. Feinde mit Schattenbolzen. 2x. Zauberspruchkraft, okay. Ah, den rüstet er automatisch aus, okay. Noch ein Schutzornat und Ungeziefersalbe. Was ist das? Blutschleier, Schlagen R, Schattenblitz, Blutritus. Wäre Nahkampf, wilde Taste C, wäre Nahkampf und Projektilangriffe für 1,5 Sekunden ab. Das Abwehren eines Angriffs heilt dich um 30% deiner Zauberkraft und löst eine Energiewelle aus, die Feinde wegstößt und 100% magischen Schaden verursacht. Werde für 1,2 Sekunden unsichtbar, wenn dieser Effekt ausgelöst wird. 200% magischen Schaden verursacht. 7 Sekunden Abklingzeit. Zauberzeit 1,2 Sekunden. Okay,
was bist. Was war das? Ah, da kommt der richtige. Warte, C. Oh. Ja, das mit der Steuerung ist etwas verwirrend, ey. Rottender Ghoul. Achso, ich brauche nur zu treffen, nicht zu töten. Okay, dann machen wir die so kalt. Und nehmen die Knochen der Ratte. Was kommt jetzt? Herstellungsrezept freigeschaltet. Stelle einen Knochenschutz-Brustschutz. Knochenschutz-Brustschutz her. Okay. Knochenschutz-Leggings, Handschuhe und Stiefel. Herstellung, den Knochenschutz-Brustschutz. Stellen wir her. Und für den Rest müssen wir dann erstmal noch sammeln. Okay, rüstet er ebenfalls automatisch aus. Plus 18 maximale Gesundheit. So. Wir die Ratte. Ah, die können wir einsammeln, aufnehmen. Interessant. Wo können wir den Baum fällen? Sägeholz. Und Stein bekommen wir auch. Okay. Das ist interessant, da kann ja auch die Grabsteine können wir zerstören. So. So eine Ratte hier noch. Herstellung. Knochenschutz-Leggings. Oh, da fällt Tierhaut. Gebrauchsgegenstand. Wir brauchen noch Tierhaut. Wo bekommen wir die Tierhaut her? Was ist das? Ungeziefer-Salbe. Eine Salbe, die 2,5% deiner maximalen Gesundheit alle 1,5 Sekunden für 15 Sekunden wiederherstellt. Der Heileffekt ist im Kampf begrenzt und bricht bei erlittenem Schaden ab. Okay. Stellen wir mal her. So. Ah, okay, man kann das schließen und können dann einfach weiter lagern. So, das haben wir jetzt auf der 3. Also auf der 1 kann ich nur aus- und abrüsten. So, was ist das? F. Nähren. Füttere einen feindlichen, lebenden Humanoiden mit geringer Gesundheit, indem du F drückst. Indem du die Aktion abschließt, füllst du deinen Blutpool auf. Das Nähren verändert deine Blutgruppe und Blutqualität zu der des Ziels. Während du dich von einem Feinden ernährst, bist du anfällig gegenüber Angriffen. Du kannst das Ziel sofort töten, indem du die linke Maustaste drückst. Die Aktion wird weder Blut gewähren, noch deine aktuelle Blutgruppe-Qualität verändern.
Blutlache. Also, ich brauche Blut quasi. Ja, sag das doch gleich. Ich hätte hier jetzt noch eine halbe Stunde lang rumgehackt und wäre verreckt. Das Geländer können wir auch zerstören. Ah, dafür kann ich bestimmt die Ratten auch benutzen, oder? Jawohl. 4,1 Liter. So, wir brauchen immer noch Tierhaut. Jede Menge Stein, Knochen bekommen wir. Pflanzenfasern. Sieben Liter haben wir noch. Okay, wir können das auch in der Bewegung ausführen. Das ist schon mal sehr gut. Muss ich denn überhaupt hin? Sind jetzt schon Stufe 8? Haben wir hier irgendwo einen Skillbaum oder so? Sieht nicht so aus. Oh, es wird gerade heller, wie ich das sehe. Ah ja, jetzt ist Tag. Anscheinend 10 Uhr. Schöner Sonnenschein. Barbane Woods betreten. Machen wir doch. Westlicher Farbenwald. Wo bin ich? So. Also wir können so ziemlich alles hier auch zerschlagen. Oh, was ist das? Vene freilegen, Blutheilung. Was ist das? Vene freilegen. Senke deinen Schutz und erlaube anderen Vampiren, dein Blut zu trinken. Teile dein Blutreservoir in zwei Hälften. Ach so. Und Blutheilung? Oh, okay. Wir fressen mal noch eine Ratte. Unser Reservoir etwas aufzufüllen. Barbenwald.
Ah, hier gibt's Tier. Was ist denn los? Wo seid ihr denn hin? Hey. M-Karte. Okay. Markierung hinzufügen, entfernen. Pan-Karte. Was ist Pan-Karte? Wow, was ist jetzt? Ja, leckt mir am Arsch. Was war das denn? Okay, ich darf nicht auf dem Weg sein. Da scheint die Sonne. Die Sonne ist ja unser natürlicher Feind. Wo ist denn dieser scheiß Wolf jetzt? Verdammt. Kommt doch her. Ich möchte eure Haut. Tierhaut, 40. Sehr schön. Ah, da hätte ich mich können nähren. Okay. Nicht getroffen. Nähren. Bewegungsgeschwindigkeit, Blutqualität. Okay. Verwende Blutheilung, um Blut gegen Gesundheit einzutauschen. Linke STRG-Tasten. Ja, das habe ich schon herausgefunden. Blutheilung. Ah, Blutgruppe Kreatur. Okay. So, jetzt stellen wir zuerst mal noch die Rüstung her. Und wir können beides herstellen. Oh, was ist das? Blutessenz. Was ist das hier auf der Map? Was ist das? Da gehen wir mal hinschauen. So, ausgerüstet sind wir. Beanspruchen. Oh, Herstellungsrezept freigeschaltet. Knochenäxte. Stelle Knochenäxte her. Das tun wir doch glatt. Knochenäxte. Die gleichen Werte. Okay. Ausrüstung. Knochenkeule. Brich Felsen in Stücke und stelle eine Knochenkeule her. So. Oh, die Nacht ist länger als der Tag, sehe ich gerade. Keule herstellen. Noch ein Keule. Dann hat ebenfalls dieselben Werte. Schlosszentrum und Grenzen. Technologie freigeschaltet. Was? B bauen. Grenze? Okay. Schlosszentrum. Okay. Äußeres. Was ist das Grüne hier auf der Karte? Ah,
baue und interagiere mit einem Schlossherz. Du kannst dich nicht teleportieren, während du Ressourcen trägst. Okay. B bauen. Baue und interagiere mit einem Schlossherz. Ja. Was ist ein Schlossherz? Herz. Vampir-Durchgangstor. Achso, ich glaube, ich muss zuerst das Ding bauen. Da fehlt noch Blutessenz. Plus 6 Essenz, okay. Was ist das hinten? Blutrose bekommen, okay. So, bauen. Okay, wir müssen einen gescheiten Platz finden. Laufen wir rechts. Oh, ein Bär. Oh, Stufe 18. Schön, schön.
fordert ein verbundenes Burgherz. Das Herzstück deiner Domäne, solange es Blutessenz enthält, versorgt es dein Schloss mit Energie und bewahrt es vor dem Verfall. Oh, hier kann ich es hinstellen. Ungefähr 60% bebaubare Fläche in der Nähe dieses Standorts. Machen wir einfach mal, würde ich sagen. So, und erweitern. Gut, ganzen 7. Dienersarg. Burgherz aufwerten. Okay, beanspruchen. Eine Stunde 28 Minuten, okay. Schütze dein Gebet, indem du Palisaden errichtest. Platziere einen Holzsarg, ein hölzernes Versteck. Also zuerst nehmen wir uns mal das Ding hier. Und machen hier mal etwas Platz. Angriffsstufe zu niedrig, okay. Oh, Saphir. So, bauen. Palisaden. Okay. Machen wir hier. Wieso kann ich das hier nicht hinstellen? So, nochmal. Immer noch nicht, doch. So, jetzt. Platziere einen Holzsarg. Holzsarg. Und ein hölzernes Versteck. Produktion. Kleine Kiste. Leuchtung. Äußeres. Vampir Lockbox. Kleine Kiste. Ich vermute mal, mit hölzernem Versteck ist dann vielleicht die kleine Kiste gemeint. Jawohl. Gut. Öffnen. Grundlegendes Handwerk und Veredelung. F schlafen. Wir schlafen mal eine Runde. Mal schauen, was passiert. Keine Ahnung, was das jetzt für einen Effekt hatte. Egal. Bau und interagiere mit einem Sägewerk.
Produktion. Kleine Kiste. Vampir-Lockbox. Ah, hier Veredelung. Sägewerk. Mir fehlt Sägeholz. Herstellung. Einfache Werkbank. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir auf die Jagd. Ah, warte, schlafen. Hat nicht viel gebracht. Okay. Wir brauchen Holz. So, Sägewerk können wir herstellen. Okay, in meiner eigenen Basis werde ich auch verbrannt. Ja, stellen Sie einfach mal dahin. Sägewerk, was können wir hier machen? Burgherz wird betrieben. Ja, verdammt nochmal. Im Sarg können wir sonst nichts tun. Okay. Wäre schön, wenn man die Zeit etwas skippen könnte. So, hier sind wir sicher. Hier können wir aber nicht auf das Sägewerk zugreifen. So eine Scheiße. Okay. So, jetzt. Blutherz, Burgherz wird betrieben. Was ist das? Brett. Ah, ich kann hier Bretter herstellen und Sägemehl. Füge Material ein, um mit der Verfeinerung zu beginnen. Also, wir fehlen 20. Okay. Und dann bekomme ich Bretter und Sägemehl. Und das brauchen wir für, was brauchen wir als nächstes? Einfache Werkbank, Herstellung, Veredelung, Schmelzofen, Sägewerk, Blutpresse, Ungeziefernest, Mühle, Lagerung, Grundlagen, Produktion müsste es doch sein, kleine Kiste, Vampir-Lockbox, Veredelung. Ah doch, hier einfache Werkbank. Brauchen wir 8 Bretter. Okay, dann müssen wir zuerst noch jede Menge Holz sammeln. So, zurück zum Sägewerk. Hier in den Schatten. Hauen wir rein. Okay, die stellt das von alleine her.
So, heilt uns der Sarg. Nein, er heilt uns nicht. Oh, da unten ist ein Wolf. Warte, bis dich ein Verbündeter wiederbelebt oder drücke X zum Respawnen. Respawnen wir. Zeitpunkt des Todestags. Sonntag, 29. Mai 22, 14.43 Uhr. Die ist sogar korrekt, die Uhrzeit. So, wir haben Nacht. Hier. Okay, wir haben immer noch unser komplettes Equipment. Das ist schön. So, ich komme wieder. Was liegt da unten? Noch einen aufnehmen. Du bist tot. Und du wirst genährt. An dir wird sich genährt. Was haben wir hier? Container. Ah, okay. Mein komplettes Inventar lässt man dann fallen. Okay. So, dann gehen wir mal schauen, wie weit die Sägemühle ist, das Sägewerk. Ob die Bretter fertig sind. 8 Bretter, perfekt, das reicht. Dann brauchen wir einfache Werkbank. Hier einfache Werkbank. Ja, die drücken wir mal hier hin. Super. Oh, Kupferschwert. Was haben wir hier? Kupferband, plattierter Knochenbrustschutz. Knochenschutz, Brustschutz. oh, das ist sogar ein Set, sehe ich gerade. Erhöht die maximale Gesundheit um 8 und physische Kraft. Ja, das stellen wir mal her. Und das stellen wir auch her. Das Kupferband. Na, sehr schön. Das komplette Set konnten wir jetzt herstellen. Ja, den stellen wir auch her. Das Kupferband. Super. Was ist das? Oh, sehen wir ja schon schick aus. Technologie freigeschaltet. Blutaltar. Bau und interagiere mit einem Blutaltar. Entdecke Wissen und neue Kräfte, indem du das Blut eines Pau-Blutträgers trinkst. Dominanz. Ein Blutaltar. Sehr schön, können wir ebenfalls herstellen. Grundlagen. Bremse, zack, zack. So. Baue und interagiere mit einem Blutaltar. Alpha Wolf, Stufe 16. Jage mächtige Blutträger und trinke ihr Blut. Ah, okay. Alpha Wolf, Blut verfolgen. Okay. Darunter.
Ich hoffe, ich komme da nachher wieder hoch. Da. Ich hätte sollen schauen, ob wir noch die Waffen verbessern können. Rauer Faden. Das gehen wir mal noch tun. Oh, Steingolem. Der sieht so aus, als wäre der mein Untergang. Hat aber jede Menge Sachen hier gelassen. Oh. Ich weiß eigentlich immer noch gar nicht, was wir hier machen sollen. Also um was es geht. Was ist das im Kampf? Was? Debuff? Werkbank. Ah, Kupferäxte, da fehlen Kupferbarren. Ah, hier fehlen Bretter noch. Aber gut, dass wir geschaut haben, weil wir können verbessern. Das Sägewerk hat keine Bretter mehr. Hauen wir das rein. Fuck. So. Einfache Bretter. Ich würde sagen, wir nehmen die Äxte, die haben alle gar das gleiche an physischer Schaden an Holz, Vegetation, achso, an Mineralien, an Kreaturen, verstärkter Knochenspeer. Ja, den stellen wir doch, da fehlt der normale Knochenspeer. Knochenspeer, an Kreaturen, Mineralien, Vegetation und Holz, okay. Kann konsumiert werden, um eine kleine Menge Blut zu gewinnen. Endet deine Blutgruppe auf undefiniert. Okay. So. Jetzt. Verstärkter Knochenspeer. Stein fehlt, verdammt. Warum fehlt hier immer irgendwas? An Mineralien fehlt überall Stein. Okay. Stein haben wir ja noch hier. Oh, Sprengstoff benötigt. Sprengstoff benötigt. So, zack. So. An Holz. Jetzt verstärkter Knochenspeer. Für den Rest fehlt noch. Okay, gehen wir den Alpha-Wolf jagen. Steine nehmen wir noch mit. Wo geht's lang? Da. Okay, hochspringen kann man nicht.
25% Schaden an Kreaturen. Oh, betäuben. Oh, Stufe 20 ist der. Wieso bin ich jetzt wieder Stufe 20? Primärangriff, Lebenssauger. Okay. Vor einer Minute stand doch da, glaube ich, noch Stufe 17. Banditencamp. Okay, die geben alle gar immer wieder einen anderen Bonus. Chance auf einen kritischen Treffer bei Waffenangriffen. Oh. Das ist sehr schön. Nehmen wir alles mit. Ein Wolf. Oh, drei Wölfe. Nein, stopp, stopp, stopp. Gut. Ich möchte die nicht aussaugen. Ich möchte lieber diesen Buff hier behalten. 10 bis 20% Chance auf einen kritischen Treffer bei Waffenangriffen. Wird mir, denke ich, jetzt mehr bringen. So, da hoch. Wo ist der Wolf denn jetzt hier? Ja, durch das Wasser kann man nicht. Noch ein Wolf, noch drei Wölfe. Die Sonne kommt. Wo ist der scheiß Wolf? Warum ist der so weit weg? Ah, da ist er doch. Der macht viel Schaden. Gewinnung von V-Blut. So, da bin ich ja mal gespannt. Oh, da gibt eine dicke Explosion. Die Knochen, alles aufnehmen, Tierhaut etc. Und ab ins Dunkle. Blutzauberformen. Linke, was ist das? Vene freilegen, Blutheilung, Wolfform. Beanspruchen. Forschungstisch. Bau und interagiere mit dem Forschungspult. Okay.
Warte, was ist hier? J. Was ist J? Ah, Fähigkeitenauswahl. Plutritos. Das haben wir ja. Schattenblitz haben wir. Ultimative Fähigkeit haben wir noch nicht. Oh, verdammt. Die Sonne. Sonne. Jedoch im Schatten. So, unheilig. Haben wir noch nichts. Illusion. Chaos. Frost. Vampirkräfte. Ah, da können wir das Aktionsrad. Emote. Okay. Wir müssen diese Fähigkeiten anscheinend alle sammeln. Was ist das hier? Ein Kiefernzapfen. Kann nicht teleportiert werden. Kann in diesem Gebiet gepflanzt werden. Okay. Unbeflecktes Herz. So, wir gehen in die Wolfsform. Und versuchen dann zurückzurennen. Natürlich die Frage, wo müssen wir hin? Dahin. Markierung. Ah, sehr schön. Oh, was ist das hier? Null Lebenspunkten. So, Blutheilung. Gores Wein der Verwüster. Okay, dann gehen wir unsere Sachen holen. Also als Wolf sind wir schneller unterwegs, glaube ich. Oh, was ist das? Heulen. Heule wie ein Wolf, wie ein Vampirwolf. Ja, ah, Projektil ist das. Linke STRG-Taste. Okay. So, sehr schön. Und die Sonne ist weg. Alles. Gut. Laufen wir zurück.
Ah, als Wolf greifen mich die Wölfe auch nicht an. Kann ich die abreißen? Ah, Demontage, da steht's doch. Leertaste. Super. Produktion. Forschung. Forschungstisch. Klatschen wir einfach mal hier hin. So, baue und agiere. Beanspruchen. Werte das Schlossherz auf und interagiere damit. So, Forschungstisch. Wir können nichts erforschen. Schlosszentrum verbraucht. Aufwertung. Leder und Kupferbarren. Okay, Blutaltar. Einfache Werkbank. Dafür brauchen wir einen Schmelzofen und dafür brauchen wir Kupfererz. Und Stein, Kupfererz und Stein. Achso, ich kann dann umplatzieren. Okay. So, Sägewerk. Wir haben 5 Bretter. Schmeißen wir das Holz hier rein. Und machen unser Inventar leer. Dann brauchen wir ja noch nicht. Wir füllen noch unser Schlosszentrum auf. Ah, trennen. Sehr schön. Kupfer. Kupfererz können wir sammeln. Sehr gut. Gut, dann können wir den Schmelzofen noch nicht bauen. Uns fehlen noch die Steine. Okay, dafür brauche ich auf jeden Fall immer die stärkere Waffe.
So, das sollte reichen. Ah, ein Elch. Bleib hier. Ah, sehr schön. Jetzt haben wir ihn aggressiv gemacht. Komm, dann nähern wir uns einfach an ihm. Oder auch nicht. Wir töten ihn direkt. Ihr Haut. So. Melzofen. Stellen wir hier hin. Und dann brauchen wir Kupfer. Kupfer können wir herstellen. Kupfererz. Die Werkbank. Bretter brauchen wir. Sägewerk. Bretter sind noch in der Mach. 19 haben wir. So, wir brauchen Schlossherz. Schlossherz brauchen wir. 12 Kupferbarren und Leder. Leder. Wie stellen wir Leder her? Sägewerk, Schmelz. Ofen, Ungeziefernest. Um Ungeziefer in dein Schloss zu locken. Okay, Mühle. Um Rohstoffe in Ziegel und Staub zu verwandeln. Herstellung. Einfache Werkbank. So, nein, nein, nein. Wo stelle ich Leder her? Tierhaut? Sägewerk. Schmelzofen. Veredelung. Sägewerk. Von Erzen. Blutpresse. Ein Arbeitsplatz zum Extrahieren von Blutessenz aus Biomaterial, das ist es wohl nicht. Forschung. Ah, vielleicht muss ich noch forschen. Dominanz ist das der Blutaltar. Lagerung. Forschungstisch. Entdecke eine zufällige Technologie. Wo komme ich denn Leder jetzt her? Leder kann ich nicht herstellen, so wie es aussieht. Blutaltar. Ah, von dem bekomme ich Leder. Das ist ein Kerl. Gerberei. Ah, verfolgen wir. Ah, die Sonne geht gleich auf. Das ist schlecht. Und da die Sonne gleich aufgeht, würde ich sagen, wir sammeln nur noch ein paar Rohstoffe und warten, bis dann die anderen Rohstoffe fertig sind für die Waffen. Stellen uns die Kupferwaffen her. So, ich werde das dann mal machen. Die Waffen alles herstellen. Solange die Sonne scheint. Und wir sehen uns dann danach beim nächsten Mal.